will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Nee, ist langweilig. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Nein! Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Von wem? Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Also ganz wir zocken, haben ja. Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Der heißt Mordrak. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier da. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Oh mein Gott, brutal. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Okay. Ja, wo finde ich diesen Mordrak? Das weiß ich, das kann ich mal machen. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Wir werden ihn nicht umbringen. Ich kümmere mich. Der ist noch zu stark für unseren Schatzi, Bubu. Ja, und wir gehen in Diegos Haut schlafen. Wer stellt das Blut dann auf? Das nervt. Oh, jetzt ist es weg. Toll. Komm. Jetzt ist wieder da, super. Eine Welt voller Blut. Ne, echt, das wird lame. Jetzt ist aber auf, gut. Das sieht lächerlich aus. Tim, nie wieder im Blut reinlaufen. So, ja. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen. Frauen. Einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez' Leuten anzuschließen. Ja. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verbringen. Aber genau das mache ich. Pech für dich. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen.
Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Noch mehr reden. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, drückt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Jo, das weiß ich. Das weiß ich auch. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Diego schickt mich. Ja. Mach's gut. Mach's gut, mein Freund, du fetter Sack, du. Ja, da kann ich nicht rein, oder doch? Halt! Was ist? Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Bist du taub? Noch ein Schritt und du bist Futter für die Würmer. Ich geh trotzdem, nein. Wär dumm. Okay, dann gehen wir erstmal ein paar einflussreichen Diebe, Würmer suchen. Ja. Wir werden erstmal ein bisschen Erz dazu verdienen. Bei diesem Whistler. Oder Fistler. Oder Fistler. Whistler. Hallo? Whistler. Red ich von oben mit dir. Whistler. Hallo? Ach, du kannst dich mal am Arsch lecken. Gequatscht wird. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ja, der, ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Ich habe ihn gerne von Diego gesagt, aber eben. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fiskan. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Solange ich nichts damit zu tun habe. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Jo, mach ich mein Schätzchen. Ja, da ist der Fisk. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ja, Schätzchen.